Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Wie ihr es eventuell den sozialen Medien entnehmen konntet, war ich unterwegs in Berlin. Ich wurde von der Firma Pico eingeladen, um am Pico Talk in Berlin teilzunehmen. Und diese Einladung habe ich dankend angenommen. Und ich fand es super, dass ich als kleiner YouTuber da auch eingeladen werde. Und es waren nicht nur YouTuber da, sondern auch Pico Beta-Tester, die vor Release die Pico auch testen konnten und sich angemeldet haben. Fand ich super, dass solche Leute dann auch gefragt werden, um daran teilzunehmen. Und ja, ich fand es sehr, sehr interessant. Ich wusste aber auch von Anfang an gar nicht, was so auf mich zukommt. Aber ich habe hoffentlich so viele Informationen für euch rausgezogen, wie ich rausziehen konnte. Da gehen wir aber gleich nochmal drauf ein. Es gab eigentlich einmal neue Hardware, die wir ausprobieren konnten. Und dann gab es Informationen rund um Pico, was in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten auf uns zukommt. Und dann war auch der Breachers Lead Developer dabei. Und den konnten wir Fragen stellen. Er hat über das ganze Projekt gesprochen, wie das alles abgelaufen ist. Und war sehr, sehr interessant. Und super tolles Event gewesen. Ich habe tolle Leute kennengelernt. Und wir haben auch Spaß gehabt. Wir haben nicht nur Informationen ausgetauscht, sondern haben auch Spaß gehabt, denn wir haben Breachers mit 5 gegen 5 auf einer Fläche gespielt. Dass wir nicht alle zusammengestoßen sind, war eigentlich ein Wunder, aber hat mega viel Spaß gemacht, einfach mal in einem Raum mit 10 Picos zu zocken. Und ja, da gehe ich aber nachher nochmal drauf ein, zeige ich euch natürlich auch ein paar Bilder, Videos. Am Ende gibt es einen Zusammenschnitt vom ganzen Tag mit Bilder, Videos, und die werde ich zusammenstückeln und ein bisschen mit Musik untermalen, und die könnt ihr euch dann am Ende angucken und den ganzen Tag mal so Revue passieren lassen, sozusagen, was wir so erlebt haben. Aber jetzt gehen wir mal auf die erste super Neuigkeit drauf ein, und los geht's nach dem Intro. Ja, das Event begann in Experian in Berlin am Alexanderplatz. Und Experian ist eine Location, wo Leute Computerhardware aller Art testen können, zocken können. Man kann sogar da in so einen Raum gehen, wo mehrere PCs stehen in der Reihe und können da online zocken. Und das Ganze kostenlos, und das ist echt super. Das kannte ich so nicht, dieses Prinzip. Und Experian gibt es zweimal in Deutschland, einmal in Köln und einmal in Berlin. Und wir haben das jetzt in Berlin kennengelernt. Da gibt es, wie wir schon sehen, einen richtig schönen Pico-Stand, wo Leute auch die Pico ausprobieren können, um sie am Anfang dann, bevor sie kaufen, dann auch wirklich vernünftig testen können. Und das ist super, denn kaum jemand will eine VR-Brille kaufen, ohne sie vorher getestet zu haben. Und da ist sowas super. Und ich kenne solche Stände auch nicht von hier der Gegend. Von daher einfach top. Ja, was für uns aber super interessant ist, und da kommen wir jetzt direkt zu, wir haben die Motion Tracker kennengelernt. Und die Motion Tracker sind kleine Sensoren, die wir uns unterhalb des Knies montieren oder befestigen mit Klettverschluss. Und das sind die beiden Teile rechts, die wir hier sehen. Und eigentlich super kleine Einheiten, und die funktionierten so super. Und die tracken unser Bein komplett. Also ich habe damit getestet. Es gibt so ein kleines Kalibrierprogramm. Dann müssen wir in die Hocke gehen und so weiter. Das kann ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen. Da sehen wir es, wie ich da, man muss einmal kurz in die Hocke gehen. Man wird da so ein bisschen durchgeführt, bevor das Spiel dann losgeht. Und man muss, Beinchen mal heben, links, rechts, damit die angelernt werden können. Und ich fand das erstmal super easy einzurichten, und dann sehen wir so ein kleines Mannequin und können damit verschiedene Positionen vom Bein mal kontrollieren, Bein strecken, einfach Knie hoch, und der hat alles erkannt. Und ich habe jetzt keine Probleme gehabt, dass ich sage, okay, der hat jetzt da gerade ein Problem, diese Position zu erkennen. Und das war eigentlich das Tolle daran, dass wir mit diesen zwei Sensoren eine Möglichkeit haben, verschiedene Spiele auch zu spielen. Einmal kann es natürlich
wie ich es hier gemacht habe mit dem Musikrhythmus-Game Cypher. Das ist noch nicht auf dem europäischen Markt raus, kommt aber noch raus. Und ja, damit kann man das natürlich spielen. Aber ich denke so an Boxspiele, ich denke an Blade & Sorcery, wo wir wirklich dann auch Gegner treten können. Und ja, verschiedene Möglichkeiten gibt es da mit Sicherheit, die Entwickler da einbauen können. Und ja, es ist leider noch kein finaler Preis fest angepeilt, weil da wurde ungefähr unter 100 Euro. Dieser Preis ist aber nicht festgenagelt. Aber so roundabout kann es wahrscheinlich werden. Und wenn die wirklich für unter 100 Euro rauskommen sollten, also ein großes sollte, dann ist das ein super Preis. Da können die ganzen Wife-Tracker nicht mithalten. Und ist ein einfaches Tracking und funktioniert super. Einschalten, kalibrieren, fertig. Und ja, man hat dadurch halt schön die Beine auch in der VR-Welt. VR-Chat wäre eventuell sowas, was dann, wenn es denn auch in den Pico-Store Einzug erhält, wo das dann genutzt werden kann, ne? Dass man den Avatar auch mit Beinen dann zeigen kann. Ja, das war das. Und dann habe ich dieses Spiel Cypher ausprobiert. Und hier sehen wir es. Wir haben einmal zwei Schwerter in der Hand. Dann kommen auch von unserer Seite aus auf uns zu Noten, die wir dann halt schlagen oder Blöcke, die wir halt schlagen müssen, laut Farbe, ne? Wie bei Beat Saber, Synth Riders und so weiter und so fort. Was jetzt aber dazu kommt, ist, unten auf dem Boden kommen auch noch Platten auf uns zu, die wir dann mit links und rechts auch treten müssen. Ihr seht hier, ich trete dann auch mit dem Bein nach vorne, nach hinten. Und ja, man muss dann wirklich in den richtigen Zeitpunkt dann auch da rankommen. Und Leute, das war so dermaßen schwer. Ich spiele ja auf hart und das war auch wirklich hart. Also da muss man ganz klar sagen, für mich sind solche Spiele nur im normalen Modus spielbar und nicht mehr wirklich auf hart. Aber hat trotzdem Spaß gemacht. Cooler Modus, auch mit diesen Motion-Trackern. Und ich bin gespannt, was da noch alles auf uns zukommt, was diese Motion-Tracker angeht. Sobald ich da Näheres weiß zu Release, zu Preisen, dann werde ich da definitiv ein Video zu machen. Wenn ich Testobjekte bekommen sollte, wird es natürlich auch ein Video dazu geben. Und da halte ich euch auch definitiv auf dem Laufenden, was das angeht. Aber das sind wieder Gimmicks, auf die wir uns mega freuen können. Ja, das waren erstmal die Motion Tracker und Cypher. Und ja, jetzt können wir zu den nächsten Neuigkeiten kommen. Vom Experian aus ging es dann zum Soho House. Und das Soho House ist eine Location, wo man halt feiern kann. Man kann Locations für Präsentationen anmieten und so weiter und so fort. Und ja, da hatte Pico halt was angemietet. Und ja, da fanden die Präsentationen zu Pico statt und auch zu Breachers. Und das Breacher-Gameplay wurde da auch abgehalten. Sehen wir aber nachher nochmal Videos, Fotos zu. Und ja, das war die erste Präsentationsmappe, sage ich einfach mal, die wir gesehen haben. Und hier sehen wir, wie es mit Pico gestartet ist, 2015. Und ja, mir sagt erst ab 2018 die Neo 1 was. Die Goblin hatte ich irgendwie gar nicht so auf dem Schirm. Nicht bewusst. Auf jeden Fall sind wir jetzt Stand hier jetzt bei der Pico 4 angelangt und ja, mit der Pico 4 hat Pico ein richtig gutes Gerät auf den Markt gebracht. Darauf kann man definitiv aufbauen und ja, das werden die auch machen. Leider führt die Linie jetzt nicht weiter zu, weiß ich nicht, 2024 Pico 5 oder so. Da hätten wir natürlich gerne mal einen Einblick gehabt. Gab es jetzt leider nicht. Aber ja, uns wurden ein paar neue Features auch gezeigt und das ist einmal die Mixed Reality Capture Funktion, die jetzt die Pico App irgendwann erhalten wird. Wann, weiß ich nicht. Ob es jetzt auch schon mit dem neuen 5.6er Firmware Update Einzug hält, müssen wir mal abwarten. Auf jeden Fall gab es da auch einen kleinen Film zu, den werde ich euch jetzt mal einblenden und ja, viel Spaß.
Ja, das war das Mixed Reality Capture Feature und ja, interessantes Feature definitiv für Leute, die Content machen sowieso, aber auch für Leute, die einfach mal wirklich im Spiel sein wollen, die auch den Freunden, Verwandten mal zeigen wollen, guck mal hier war ich mitten im Spiel und ja, super interessantes Feature. Es soll wohl besser funktionieren, wenn wir einen Greenscreen haben, wie ich ihn hier zu Hause habe. Aber es soll wohl auch in normaler Umgebung funktionieren. Aber das Ergebnis soll wohl mit Greenscreen besser aussehen. Müssen wir testen, wie es dann im Endeffekt dann aussieht. Man braucht dazu dann natürlich, wenn es dann ausgerollt wird, die neueste Pico-App oder das neueste Pico-Update. Und ich denke mal, dass die Pico auch die neueste Firmware braucht. Ab wann das Ganze jetzt stattfindet, weiß ich noch nicht. Näheres dazu kommt definitiv noch. Ja, dann wurde uns auch noch Mixed Reality Spaces angezeigt oder gezeigt. Ja, ist so ein bisschen Augmented Reality in VR, sage ich einfach mal. Und dazu habe ich auch einen kleinen Film abgefilmt. Den habe ich jetzt nicht online gefunden. Ja, den werde ich euch jetzt auch mal einblenden und dann sehen wir uns danach. Viel Spaß! Ja, das war MR Spaces und ja, was sagt ihr dazu? Ich bin jetzt kein Riesenfan von Mixed Reality Spielen. Das, was wir jetzt gesehen haben, sind so kleine Minispiele. Ich brauche persönlich jetzt nicht. Wenn richtig coole Games rauskommen, bin ich natürlich dabei. Warum nicht? Da lassen wir uns einfach mal abwarten, was da in Zukunft auf uns zukommt und was die so für Spiele rausbringen. Aber ist ein cooles Feature, definitiv, dass es rauskommt. Und mal schauen, was die Spieleentwickler damit machen mit diesen Features. Es ist immer, der Hersteller bringt was raus. Die Spieleentwickler müssen dann ihr Know-how und ihr Wissen einsetzen, um das vernünftig dann umzusetzen. Ja, mal schauen, was da kommt. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Ja, das nächste Feature war Handtracking. Also Handtracking wird ab Version 5.6 wird's verbessert. Und ja, es sind natürlich gute Neuigkeiten, dass weiterhin an der Verbesserung vom Handtracking gearbeitet wird. Und ja, da lief eigentlich jetzt so eine Animation ab, dass ich damit quasi drücken kann mit dieser Animation. Und ich denke mal, dass ein paar Gesten dazu gekommen sind und halt normale Erkennungsverbesserungen, wie ich gerade mal die Hände halte und so weiter und so fort. Also positiv. Auch gerade letztens ist mir aufgefallen, ich habe auch einmal die Controller gesucht, wollte eigentlich nur mal kurz ein Spiel installieren. Ja, das habe ich dann mal kurz mit dem Handtracking gemacht. Das geht natürlich auch, ist aber immer noch ein bisschen umständlicher als mit dem Controller, muss man ganz klar sagen. Ja, das nächste waren zwei Accessoires, auf die ich mich mega freue. Einmal ein Case, ein Hardcase, was qualitativ echt gut aussah und ja, hatte so einen ja, nicht eine Filzoberfläche, so, das sah aus wie so ein Stoffüberzug und hatte aber so eine leichte Hardcase-Schale, sage ich einfach mal. Und ja, da passt jetzt die Standard-Pico rein mit Controller. Hier sehen wir aber auch, es ist nochmal eine Verbesserung von Pico, ne? Weil das ist keine Originalhalterung vom Kopf, sondern ein Upgrade. Das passt da scheinbar rein. Und ja, wenn ich jetzt bei mir sehe, ich habe auch noch die Modicap-Kopfhörer dabei, die müsste ich natürlich irgendwie erstmal abmachen und dann da irgendwie separat reinlegen. Das würde auch gehen, ist natürlich ein bisschen umständlicher, aber cool. Also sowas hätte ich jetzt für Berlin gebraucht, ich habe mir eine einfache Stofftasche genommen, ist natürlich auch nicht so schön, ne? Ja, was aber noch viel, viel wichtiger ist, war das neue Facecover. Und ja, das wird abwaschbar sein, weil Pico legt wohl sehr, sehr viel Wert auf VR-Sport. Und das alte Facecover ist halt aus Stoff. Und das sieht man natürlich nach einer Zeit, wenn da immer mal wieder
geschwitzt wurde am Kopf und das eingezogen ist. Ist nicht schön, muss nicht sein. Deshalb ist so ein abwaschbarer Stoff natürlich viel, viel besser. Auch soll die Oberfläche verbessert worden sein, dass die besser am Kopf anliegt, an verschiedene Köpfe, weil das originale Facecover war ja echt ein Problem. Das Lichteinfall, also ich hatte immer Lichteinfall, ansonsten fand ich die gar nicht so verkehrt. Es gibt aber auch Leute, die berichten, boah, mir drückt das da, es ist einfach störend. Denen gefiel das Originale überhaupt nicht. Und ja, cool, dass das hier was rauskommt. Ich bin gespannt, wenn ich da was zum Testen habe, werde ich definitiv ein Review dazu machen und euch auch dann auch vorstellen. Und dann lasst uns einfach mal abwarten, ob das wirklich jetzt das Nonplusultra Facecover wird. Abwarten. Ja, dann wurden uns auch noch Neuerscheinungen vorgestellt. Da waren zu dem Zeitpunkt, war glaube ich Into the Radius und Ghost Signal gerade draußen. Mit den anderen Games bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich habe noch nicht in den Store reingeschaut. Breachers ist natürlich raus. Guardians Frontline meine ich auch. Jupiter Grad war aber noch nicht draußen, als ich geguckt habe. Ich glaube, das ist auch noch nicht draußen. Kann sein, dass es diese Woche kommt, aber ich leg mich da jetzt nicht fest. Und also daran sieht man aber, der Store wächst und wächst pro Woche. Und es kommen pro Woche echt richtig gute Titel raus. Nicht immer AAA-Titel, natürlich, aber richtige gute VR-Titel, muss man einfach ganz klar sagen. Also wer im Store aktuell, im Pico-Store aktuell nichts für sich findet, kann ich auch nicht weiterhelfen, ehrlich, weil da ist für jeden was dabei. Für jeden was dabei und der Store wächst. Und das stimmt mich eigentlich einfach positiv. Und irgendwann hat man dann auch ein anderes Stores mal eingeholt, wenn es denn so weitergeht mit dem Wachstum. Ja, Peaky Blinders, das war ein, zum Start hin sind die abgeschmiert. Es gab eine riesen Kritik aus der Community. Und die haben jetzt die Kritik wohl aufgenommen und haben an einer Roadmap gearbeitet. Ich möchte jetzt nicht auf jeden Punkt einzeln eingehen, aber wichtig ist, dass die Entwickler auch auf die Community hören. Und wenn es da wirklich Kritiken gibt, die berechtigt sind, dann sollte man auch dementsprechend darauf reagieren. Am besten ist es natürlich, wenn man Closed Alpha, Closed Beta Tests macht und dann auf die Community hört. Also es müssen nicht immer VR-YouTuber sein oder sonst irgendwelche Leute, sondern es können ganz Leute sein aus der Community genommen, die ja einfach gerne zocken. Und diese Leute wissen einfach, was man richtig macht und was nicht in VR. Und wenn man ein bisschen so auf den ihr Feedback hört, dann hat man schon, glaube ich, sehr, sehr viel erreicht als Spieleentwickler. Natürlich habe ich als Spieleentwickler eigene Ideen, eigene Erfahrungswerte, die soll ich auch umsetzen. Aber einen Tick auf die Community zu hören, würde echt keinen Abbruch tun und würde dem Projekt mit Sicherheit nicht schaden. Ja, das dazu, die Spieleentwickler haben es gehört von Peaky Blinders und die arbeiten jetzt daran. Ja, dann gab es hier eine nette Roadmap von Pico selber und da sind interessante Sachen dabei. Auf die einzelnen Punkte gehe ich jetzt gleich ein, weil da kommt zu jedem Punkt ein kleines Bild. Es gibt auf jeden Fall ab mein Pico-Forum. Dann gibt es einen Pico-Gaming-Discord. Dann wird es Developer-Comments geben, Review-Updates. Die zwei Punkte sehe ich so ein bisschen zusammen, aber da gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein. Dann soll es 360-Grad-Videos geben, die wir im Store uns anschauen können mit der Brille. Wie genau das funktioniert, müssen wir mal abwarten. Und daraufhin haben wir alle, ich glaube, der Lukas von Pico hat an dem Tag, ich glaube, von fast jedem gehört, warum gibt's kein Pico Webstore? Und dann hat er uns ein bisschen noch auf die Folter gespannt und dann gab's hier das erlösende Bild Pico Webstore. Der wird definitiv erscheinen und da gehe ich dann auch gleich nochmal drauf ein. Ja, und dann gibt's natürlich auch wieder einen Pico Gamescom Stand. Ob ich dann dabei sein werde auf der Gamescom am Pico-Stand, müssen wir mal schauen. Eigentlich hatte ich jetzt die Gamescom nicht eingeplant, aber mit dem Pico-Stand ist es natürlich nochmal interessanter. Ja, kommen wir zu den einzelnen Punkten, gehen wir ein bisschen genauer drauf ein. Das Pico-Forum. Und so wird es ungefähr aussehen, das Pico-Forum. Wir haben dann halt hier eine Oberfläche, wo wir einzelne Themen anklicken können. Damit alles ein bisschen besser
gefiltert ist, ne, auch dahin geht, wo es hin soll. Und ja, da gibt es dann die Kategorie Pico Video, Pico 4, Pico Friends und so weiter und so fort. Und da kann man halt Fragen stellen, Fragen beantworten. Und ich finde, so ein Forum ist super, super wichtig. Denn ich merke das in der Facebook-Gruppe zum Beispiel oder im Discord auch wenn der Discord jetzt ein bisschen fast tot ist, sage ich einfach mal, aber Facebook läuft echt gut. Wenn da Leute Fragen haben, ich komme teilweise gar nicht so schnell, Fragen zu beantworten, aber die Community ist so top, einfach top, dass die innerhalb von, weiß ich nicht, einer Stunde schon darauf geantwortet haben und auch dementsprechend Hilfe angeboten haben, Lösungen und so weiter und so fort. Und die Community, das ist natürlich das Gute daran, dass die dann auch die anderen Leute unterstützt. Und das wird in so einem Forum dann auch der Fall sein. Natürlich muss es Pico-Admins geben, offizielle, die auch dieses Forum dann so ein bisschen begleiten. Aber die Community macht hier, glaube ich, dann auch schon selber einen sehr, sehr guten Job. Ja, das ist das Pico-Forum. So wird es ungefähr aussehen. Gehen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist Pico-Discord. Und Pico-Discord ist eigentlich eine richtig gute Sache. Die wollen mehr Multiplayer unterstützen. VR ist nicht nur Singleplayer, dass ich alleine zu Hause im stillen Kämmerlein zocke, sondern die Leute gehen immer mehr dahin und wollen Multiplayer-Games haben. Breachers zeigt es ganz gut, 5 gegen 5 und die Leute finden sich da, zocken zusammen, haben Spaß. Und das ist eigentlich das, was VR ausmacht. Es ist nicht der kleine Nerd, der zu Hause alleine sitzt und seine Singleplayer-Games zockt. Natürlich gibt es die weiterhin, es ist auch gut so, aber Multiplayer ist halt auch nochmal eine ganz andere Sache. Ja, das wollen die unterstützen. Es soll wöchentliche Game-Events geben. Game-Forum, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Regelmäßige Play-Sessions wird es geben. Im Discord sieht man dann neue Relays, Game-Updates, Feedback-Updates und so weiter und so fort. Und es soll auch Giveaways geben, regelmäßige Giveaways. Wie die aussehen, weiß ich nicht. Ob es da Spiele gibt, ob es da irgendwie Hardware gibt, da wurde nichts so gesagt, konnte man noch nichts so sagen. Aber ich finde es cool, dass sowas gestartet wird. Und das ist jetzt erst eher mal so eine internationale Sache. Die Community selber ist auch auf meinem Facebook-Kanal oder in der Facebook-Gruppe verlinkt. Da gibt es einen Discord-Kanal, der sich auch in Deutschland darum kümmert, dass die Leute zusammenfinden, deutschsprachige Leute. Und da gibt es auch immer wieder Events, Play-Sessions, wo man auch selber Events erstellen kann. Ich habe jetzt Bock, heute Abend zum Beispiel mit irgendwem Demio zu zocken. So, dann erstelle ich ein Event, Demio, es passen x Leute rein, ich glaube 4 sind es ja. Und dann können die Leute sich da anmelden oder nicht. Und schon hat man sich gefunden, man hat eine deutschsprachige Community und das ist eigentlich mega wichtig, weil ich kenne es von den Kommentaren her, sehr, sehr viele Leute haben Probleme mit Englisch. Ich kann Englisch gut verstehen, aber überhaupt nicht sprechen. Also ich habe da so eine kleine Hemmschwelle, glaube ich. Einfach nur, habe ich jetzt auch bei dem Pico-Talk gemerkt, dass ich alles verstehe, aber mit Sprechen ist dann halt nicht so viel, ne? Ich muss mir dann gut überlegen, welchen Satz ich spreche. Ja, das erstmal dazu zum Discord aus der deutschen Community. Werde ich unten mal in die Beschreibung packen. Ich habe auch noch einen Discord, da kann man sich auch verabreden. Also ist alles vorhanden. In der Facebook-Gruppe kann man sich auch verabreden. Also da könnt ihr auch gerne mal joinen. Ja, das Pico Review Update. Ich sag einfach mal so, wir Spieler kennen es alle, wenn wir Spiele haben, die neu released werden, sind die teilweise sehr, sehr fehlerbehaftet, haben eventuell auch, sind eigentlich so ein Beta-Status und es gibt immer wieder Probleme damit. Ja, dann gehen Leute hin, wie hier diese zwei Kollegen, und hauen eine Sternebewertung raus. Was dann auch vollkommen legitim ist, wenn was nicht funktioniert, wo ein richtiger Gamebreaker ist, finde ich es vollkommen in Ordnung, wenn man das dann so raushaut. Aber es kann nicht sein, dass dieses Review jetzt Ewigkeiten ganz oben Top 1 steht, weil es am meisten Daumen hoch hat oder sonst was. Und es kann auch nicht sein, dass der Entwickler darauf nicht antworten kann. So, es sind eventuell Sachen, manchmal sind auch die Spieler selber machen Fehler, das gibt's natürlich auch, da nehme ich mich auch nicht raus, wo man sagt, ah scheiße, warum funktioniert das nicht, warum funktioniert das nicht, aber es ist eigentlich kein Spielefehler, sondern man macht selber den Fehler. Das gibt's auch, oft sind's aber wirklich Gamebreaker, Bugs, All-in-One-Sports hatte ich auch so einen Bug, Volleyball konnte ich nicht irgendwie spielen.
oder war bei All-in-One Summer Spots, ich weiß nicht mehr. Ist aber auch gefixt worden und von daher dürfen diese Updates nicht mehr ganz nach oben, also diese Reviews nicht ganz oben stehen, sondern sollten mit der Zeit eigentlich runterrutschen und der Entwickler soll darauf dann antworten können. Und das kommt jetzt alles mit der Zeit und das ist sehr, sehr wichtig, dass auch der Entwickler darauf antworten kann und eventuell drunter schreiben kann, ja, hast du das und das probiert oder ja, ist gefixt mit Update 1.2, ist dieser Fehler weg. Das ist ganz wichtig und dass diese Ein-Sterne-Bewertung dann auch nach unten rutscht und eventuell auch, fände ich es gut, wenn dieser Kollege dann eine Benachrichtigung bekommt und eventuell auch sein Review anpasst. Ist natürlich auch nur fair, wenn derjenige dann sagt, okay, die haben es gefixt, ich passe meine Bewertung an. Ja, das dazu, dann 360-Grad-Videos. Die sollen hier sichtbar sein, die sollen von Leuten, die Content machen, hochgeladen werden können. Ich denke mal, Pico wird drüber schauen und man soll sie sich dann wirklich auch anschauen können in der VR-Brille. Wie das Ganze funktioniert, ich weiß es noch nicht. Wie das Ganze aussieht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, wenn wir keinen Bildstabilisator haben, wird das keine schöne Sache werden, definitiv nicht. Also die Pico braucht definitiv für die Aufnahmezwecke einen Bildstabilisator, wie es auch zum Beispiel die Quest hat. Und das wäre immens wichtig für die Anschaubarkeit der Videos, die man dann macht, weil Kopfbewegungen, egal wie smooth man die eigentlich macht, sehen in VR katastrophal aus, die schwenken hin und her. Und wenn man dann Bildstabilisator drin hat, softwaremäßig, dann sieht das super smooth aus und ja, dann macht es auch eventuell Spaß, sich das anzuschauen. Ja, das war jetzt das Pico Review Update und ja, kommen wir zu dem, worauf wir alle scharf sind oder ich bin auf jeden Fall scharf drauf, der Pico Web Store. Und da wurde uns auch ganz klar erklärt, warum es keinen Web Store gab. Im asiatischen Markt will keiner auf den Web Store zugreifen. Die machen alles hier über die App, ne? Die machen sein Handy an oder die Pico selber und kaufen darüber und machen alles darüber. Die machen alles mit dem Handy und die brauchen keinen Web Store. Wir Europäer sind da ein bisschen anders gestrickt. Wir wollen gerne ab und zu uns am Laptop setzen, am PC oder Tablet oder weiß der Geier was. Und wir wollen dann auch einen Webstore benutzen. Wir wollen darauf surfen. Wir wollen eventuell vorab schon mal Sachen kaufen und uns Trailer anschauen im Webstore. Und für uns Content Creator ist es super wichtig, dass es einen Webstore gibt, worauf ich auch verlinken kann. Wenn ich, sage ich mal, die neuen Releases ankündige für Pico, dann möchte ich natürlich auch den Webstore verlinken. Kann ich aktuell nicht. Ich muss auf YouTube und Steam ausweichen, um überhaupt da ja was zu verlinken. Und es ist natürlich dann keine schöne Sache. Also der Pico Webstore kommt, auch wenn es erst drittes Quartal war, glaube ich. Aber es wurde auch darauf gehört und die sind dabei. Wie der dann aussieht, wir sehen hier eine kleine Kleinigkeit, müssen wir mal schauen, wie die finale Version dann so aussieht. Ja, Leute, das war es eigentlich schon mit den Pico News zur Präsentation, die wir da bekommen haben. Jetzt geht's zum Breacher, zur Breacher-Präsentation, zum Breacher-Gameplay. Und da zeige ich euch dann auch mal was ganz kurz, gehe mal ganz kurz darauf ein, was der Lead-Developer Peter da gesagt hat zu Breachers. Und ja, dann geht's jetzt weiter. Ja, hier sehen wir, Peter ist der Lead-Developer von Breachers und der hat ja uns wirklich daran teilhaben lassen, wie es denn aussieht mit der Entwicklung von Breachers. Und ich fand es sehr, sehr, sehr interessant. Und ja, können wir mal ganz kurz ein bisschen durchsteppen. Hier hat er uns gezeigt, warum Breachers, was haben die sich dabei gedacht. Und ja, hier sehen wir so ein bisschen, wovon die anderen Spiele, VR-Spiele so abzielen, sage ich einfach mal, oder was die Ableger mal waren. Counter-Strike, daraus entstand Pavlov, Arma 3 ist ein bisschen Onward-mäßig, dann Call of Duty ist Contractors, dann PUBG ist natürlich Population One. Und ja, Rainbow Six Siege ist dann natürlich Breachers. Und ich finde, die haben alles richtig gemacht mit Breachers. Das Spiel funktioniert so gut auf den Standalone-Brillen, sieht verdammt gut aus. Und ja, darüber hat er natürlich auch gesprochen, wie die Entwicklung so voranging. Und ja, hier sehen wir so einen kleinen Prototyp.
Da sieht man natürlich die Grafik, ist jetzt nicht so der Burner, aber so sehen Prototypen halt am Anfang aus, so Alpha-Versionen. Und da wird auch viel versucht, rumexperimentiert, wieder verworfen, wieder von neu. Und dann haben andere Leute Ideen. Und ja, die haben mit 20 Entwicklern angefangen und sind jetzt, glaube ich, schon insgesamt 40. Und ja, man muss einfach sagen, die haben alles richtig gemacht. Die haben auch ein richtiges Pferd gesetzt. Und ja, das funktioniert natürlich alles echt sehr, sehr gut. Und ja, dann so ein bisschen über den ganzen Workflow gesprochen, inwieweit ja man diesen Arbeitsablauf hat. Und ja, darauf brauche ich jetzt aber auch nicht wirklich drauf eingehen. Was interessant ist, ist die Roadmap. Die Roadmap von Breachers. Und ja, Update 1. Also es soll Kompetitiv-Modus reinkommen, also so ein Ranglisten-Modus. Ist natürlich sehr, sehr gut. Dann, dass ich Freunde besser finde, ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Und den Behaptics-Support ist natürlich auch mega. Für Leute, die eine Behaptics-Weste haben, ist das natürlich mega, weil man spürt wirklich, wo man gerade getroffen wurde, von wo, eventuell sogar von hinten. Ist natürlich auch ja ein Vorteil, sage ich einfach mal, ne? Updates 2, da soll es dann halt Achievements geben. Wie die ganzen Sachen dann aussehen, weiß man noch nicht. Und es soll ein neuer Game-Modus reinkommen und es soll eine Gun-Animation reinkommen. Und ja, cool, dass das da wirklich vorangeht. Und es wurde auch so ein bisschen über Skins gesprochen. Inwieweit die was da reinbauen, wie man die freischalten kann. Da sind die momentan komplett noch in der Überlegungsphase. Macht man kleine Lootboxen, macht man ein Ranglistensystem, wo man die ganzen Sachen einfach freischaltet nach irgendwelchen Leveln oder Erfolgen. Und ja, wie gesagt, da sind die noch am Überlegen. Das wird aber mit Sicherheit kommen. Neue Skins. Und ich finde für so ein Spiel auch wichtig, dass man ja sich auch personalisieren kann, dass man wirklich seinen Charakter ein bisschen anpassen kann. Aktuell sehen alle gleich aus, ist ein bisschen blöd. Ich find's aber nicht gut, wenn es dann so läuft wie in Fortnite, dass da so komische Fantasiewesen rumlaufen oder so. Das fände ich sehr, sehr schlecht. Ein anderer Helm, eine andere Klamotte, das wäre eigentlich cool. Und da bin ich immer gespannt, was da so reinkommt. Und wie der neue Game-Modus aussieht, bin ich auch gespannt. Also da können wir wirklich drauf gespannt sein, was da in Zukunft kommt. Aber die arbeiten nach und die haben natürlich auch gemerkt, okay, die Leute wollen neue Maps. Die wollen nicht nur drei Maps, die wollen neue Maps. Und ja, im Update 3 soll dann definitiv eine neue Map Einzug halten. Und dazu haben wir jetzt kein Video oder sonst was gesehen, sondern ja, einfach, es gibt eine neue Map und eventuell gibt es sogar zwei Maps. Das ist aber nicht wirklich in Stein gemeißelt, sondern ist relativ offen gehalten, ob schon im Update 3 dann ja zwei neue Maps drin sind. Und es kommt natürlich darauf an, wie das Ganze fortschreitet, wie gut die vorankommen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie lange so eine Map dauert, bis man die fertig gebaut hat. Ja, und hier schreiben sie noch, wenn ihr Ideen habt, seid ihr herzlich willkommen, auf den Discord drauf zu gehen von Breachers und könnt dann auch eure Ideen da kundtun. Ja, und hier steht noch meine Ecke, Things can change. Natürlich, das ist alles nicht hier in Stein gemeißelt, sondern Roadmap ist sowieso nie in Stein gemeißelt. Die können sich immer wieder ändern und ja, da muss man jetzt wirklich abwarten. Wie kommen die voran? Wie laufen die ganzen Sachen? Aber ich finde es wichtig, dass die daran arbeiten. Es ist ein richtig guter Titel, der ist richtig gut angekommen, ist in den ersten Wochen auf Platz 1 geschossen jetzt, Verkaufscharts. Und ja, das ist einfach mega. Und ja, es ist ein geiles Spiel. Und wir durften am Ende dann mit 10 Leuten, ja, Breachers zocken, 5 gegen 5. Und ja, da habe ich jetzt auch mal ein paar Bilder mitgebracht. Ah, da ist es noch. Top-Selling VR-Titel, 80.000 Discord-Members, ja, Score 4,8 von 5.
3,3 Millionen Kills in dem Spiel. Ist natürlich heftig. 400.000 Matches joined. Ja, das ist so eine schöne Übersicht. Was dieses Mau jetzt nochmal war, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Gleichzeitige Spieler oder so. Nochmal ganz kurz zu den ganzen Reviews. Die Spieleentwickler leben von den Reviews. Und Leute, wenn ihr ein Spiel gekauft habt im Store, bitte versucht, ein Review zu schreiben. Es kann auch ein richtig gutes, ehrliches Review sein, wo ihr, sag ich mal, 3 oder 4 Sterne gibt. Nennt eure Kritikpunkte, nennt das Positive und dann könnt ihr daran arbeiten und andere Spieler können darauf auch aufbauen. Wenn euch es richtig gut gefällt, 5 Sterne raushauen und dem Entwickler hilft es definitiv. Egal welcher Entwickler, diese Reviews sind mega wichtig. Ja, hier wurde ich gerade abgeknallt und habe gedacht, komm, machst du mal schnell ein Foto für Social Media. Und ja, so sah das Ganze dann im Soho aus. Soho aus. Eine geile, geiler Titel. Soho und dann House einfach nur. Ja, hier standen wir alle so rundherum und haben hier gespielt. Und es hat sich niemand verletzt. Es ist alles gut gegangen. Was ich echt nicht für möglich gehalten habe, weil wir teilweise doch schon ziemlich nah aneinander standen und man bewegt sich natürlich auch. Aber ich habe mir einen kleinen sicheren Kreis abgesteckt und daran habe ich gespielt und das ging echt gut. Ja, und hier sehen wir nochmal, hier ist der liebe ModMat, voodoo.de, hier ist Ikuma, ich glaube, das ist der Marco von New VR Tech und weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das war der Lukas selber von Pico. Also, wir haben alle miteinander gezockt und es hat mega Bock gemacht. Das war einfach toll. Hat richtig Spaß gemacht und Location war auch cool. Auch für die Präsentation war die Location cool. Hier seht ihr, wie wir da alle saßen und quasi hier hinter mir quasi dann auf die Leinwand geguckt haben. Ja, das war's eigentlich mit der mit der kleinen Erklärung, was es alles gegeben hat. Am Abend gab es dann noch ein nettes Abendessen. Es wurde auch das ein oder andere Bier getrunken. Natürlich, wir hatten alle mega viel Spaß. Es war auch mal schön, wirklich alle Leute kennenzulernen. Nicht immer nur die von YouTube zu kennen, sondern auch mal wirklich live zu sehen und ja, sich mal wirklich kennenzulernen. Ja, ich hoffe, das war jetzt für euch informativ genug, interessant genug für euch. Und wenn euch natürlich gefallen hat, Like raus, Abo-Button nicht vergessen. Leute, ich lebe von den Abos und natürlich ist in letzter Zeit auch wenig Content gekommen. Der wird jetzt aber ansteigen wieder und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich dahingehend unterstützen würdet, ein Abo raushaut. Ihr könnt auch gerne Mitglied werden, ihr könnt auch Patreon mal anklicken, mich da ein bisschen unterstützen, das würde mich natürlich auch mega freuen. Ja, jetzt kommt der Abspann und jetzt kommen ein paar Fotos und Videos von dem ganzen Tag zusammengeschnitten mit ein bisschen Musik untermalt und dass ihr mal sehen könnt, was wir da so alles erlebt haben. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Gerne unter die Comments und jetzt wünsche ich euch viel Spaß.